Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zu MMZ, I guess. Ich weiß nicht, ob es noch genau in das Schema von MMZ passt, weil es soll gar nicht um Personen gehen, sondern, wie der Titel schon sagt, es soll um die erste Staffel des 90er Animes gehen. Und wer den Podcast verfolgt hat und wer vielleicht auch, ich glaube, ich habe es auch in meinem MMZ über das Dark Kingdom gesagt, weiß, dass das meine Lieblingsstaffel ist. Und ich habe mir vorhin überlegt, warum ist das eigentlich meine Lieblingsstaffel? Und weil mir da so schnell nichts eingefallen ist, versuche ich das jetzt mal brillanterweise einfach direkt aufzunehmen, wenn ich mir da so meine Gedanken drüber mache. Also freut euch auf ein paar Minuten völlig zusammenhangloses Geschwafel. Ja, was macht diese Staffel so besonders? Also, sie hat natürlich den großen Bonus, sie ist halt einfach die erste Staffel, das heißt, alles ist quasi neu. Aber also, der Nostalgie-Bonus kann es nicht alleine sein, weil für mich waren ja die anderen Staffeln auch nicht viel neuer, weil also ich habe die direkt hintereinander weggesehen damals. Also daran kann es nicht liegen. Es mag natürlich was damit zu tun haben, dass insbesondere in der deutschen Version Sailor Moon in Staffel 1 von einer meiner Meinung nach, ich will jetzt wirklich keine Schlägerei anzetteln, aber meiner ganz persönlichen Meinung nach ist Sabine Bohlmann einfach einen Quantensprung besser als Ines Günther als Sprecherin. Ich weiß, Ines Günther ist nicht schlecht und sie hat auch ihre Fans, auch berechtigterweise, aber meine Meinung ist, Sabine Bohlmann ist einfach deutlich besser. Ja, woran könnte es noch liegen? Also, ich glaube nicht, dass es ansonsten an den Sprecherleistungen liegt, weil also es wurden ja die wichtigsten Sprecher wurden ja sowieso nicht ausgetauscht. Also, wobei, das stimmt nicht ganz. Die wichtigsten Sprecher wurden schon ausgetauscht, aber eben Usagi und Mamoru. Ansonsten wurde ja jetzt niemand Wichtiges ausgetauscht. Und Mamoru wurde jetzt nicht wesentlich schlechter ausgetauscht, muss man sagen. Ja, insgesamt gab es natürlich, weil etwas mehr Geld in der Synchro steckte, gibt es etwas bessere Sprecher. Insgesamt, also nicht unbedingt bessere, aber mehr Sprecher vor allem in der ersten Staffel. Also ich glaube, ich habe mal eine Gegenüberstellung gesehen, der Sprechercast von Staffel 1 alleine ist, glaube ich, viermal so groß wie der Rest der Serie. Habe ich gerade so im Kopf. Ich habe das jetzt nicht überprüft. Vielleicht ist es auch falsch, aber ich habe das irgendwann mal nachgelesen und auf jeden Fall war es mehr. Und ich meine, es war wirklich deutlich mehr. Ich hab so im Kopf 3 bis 4 Mal so viele Sprecher alleine in Staffel 1. Aber ich glaube, auch daran liegt es nicht. Staffel 1 hat mit den Chiteno und dem Dark Kingdom schon mit die besten Bösewichte. Ich würde es mal so sagen, wenn wir die Bösewichte jetzt isoliert von der Story betrachten und wirklich nur die Bösewichte rannehmen, da kommt ja höchstens noch Galaxia ran. Also Galaxia und ihre Entourage, ansonsten, ja, aber gut, über die Bösewichte habe ich ein eigenes Video gemacht, also spreche ich nicht so viel darüber. Ich glaube, ich habe bei Staffel 1 einfach den Eindruck, insgesamt, an allen Stellen, dass da einfach mehr Mühe drin steckt. Also zum einen steckt mehr Mühe drin, weil die Nebenfiguren sind in Staffel 1 auch viel weiter ausgeschrieben. Also nehmen wir mal Naru und Umino. Die haben ja quasi ihren eigenen kleinen Mini-Arc, also Arc will ich jetzt ja doch, es ist schon ein Character-Arc eigentlich. Wie die ja, also Naru hat ja am Anfang irgendwie gar keine Persönlichkeit und Umino besteht im Grunde nur darauf, er ist scharf auf Usagi. Und innerhalb der Serie entwickeln sie dann ihre Beziehung. Die wird dann auch in späteren Staffeln noch ein bisschen weiterentwickelt, aber da passiert bei weitem nicht mehr so viel wie in Staffel 1. Also das ist schon mal ein Pluspunkt für Staffel 1, dass sie wesentlich mehr Fokus auf die eigentlich unbedeutenden Nebenfiguren setzen. Auch das hat natürlich einen Grund. Und der Grund ist einfach, dass unser Hauptfigurenkader in Staffel 1 erheblich kleiner ist über den größten Teil der Serie. Also ich meine, die ersten 7 Folgen haben wir nur Usagi, ja und Mamoru, der zu dem Zeitpunkt selbst mit ganz viel Wohlwollen noch keine Hauptfigur ist. Das wird er erst später. Also das hilft natürlich deutlich dabei. Ich meine, Staffel 1 hat auch ein paar echt weirde Momente, wo eindeutig das alles nicht fertig ist, was dagegen spricht, dass man sich mehr Mühe gemacht hat. Aber trotzdem habe ich irgendwie den Eindruck, in Staffel 1 hat man sich trotzdem man offenbar einen riesen Zeitdruck hatte und ein paar sehr merkwürdige Sachen dann gemacht hat,
sich trotzdem mehr Mühe gegeben als später. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es nicht so genau festmachen. Es gibt einiges, was dafür spricht und einiges, was dagegen spricht. Was spricht noch für Staffel 1? Staffel 1 hat keine Chibiusa. Muss ich noch mehr sagen dazu? Staffel 1 hat keine Chibiusa. Das ist einfach der ultimative Pluspunkt. Es könnte auch der Grund sein, warum ich Staffel 4, Staffel 5 so gut finde, weil die hat ja auch keine Chibiusa. Ja, außerdem leidet Staffel 1 noch bei weitem nicht über dem Problem, das ich die Charakterflut nenne. Das ist ein Problem, das viele Animes haben. Überlegt euch mal in Staffel 3. Ich sag mal, in Staffel 3 fängt ja an, ganz schlimm zu werden und die Spitze des Eisbergs ist dann bei Staffel 5 erreicht. Aber in, gut, nehmen wir Staffel 5 als Extrembeispiel, ist viel besser. Es gibt in Staffel 5 eigentlich, ich zähle mal gerade, 13 Charaktere. Nee, 12 Charaktere. Mamoru und Chibiusa sind ja nicht mehr da. 12 Charaktere, die man eigentlich alle beleuchten müsste. Und das Schlimme ist, die sind ja auch alle gut. Das Schlimme an diesen Charakteren ist, die sind alle gut und interessant. Also man möchte sie eigentlich auch beleuchten, aber es geht einfach nicht. Ich meine, das, was man dann gemacht hat, dass man in Staffel 5 die Outers quasi sehr, sehr stiefmütterlich behandelt hat, ist auch eine schlechte Entscheidung gewesen. Aber ich will nicht über Staffel 5 reden. In Staffel 1 haben wir den Vorteil. Wir haben am Anfang nur Usagi als Hauptcharakter. Wir haben 7 Folgen, konzentrieren wir uns nur auf Usagi. Das ist okay, das reicht. Dann haben wir etwas wenig Zeit, wo wir Army kennenlernen, aber Army ist so ein Stereotypenbündel. Army-Fans werden das nicht gerne hören, aber um Army kennenzulernen, braucht man nicht lange. Und Armys generelles Problem in der Serie ist ja auch, dass sie eigentlich, wenn sie gerade nicht im Fokus der Handlung steht, ist sie ja wirklich nur der wandelnde Nerd-Joke. Dann haben wir sehr viel Zeit, die wir Rei kennenlernen. Und also unsere Gruppe baut sich halt so Stück für Stück auf. In Staffel 2 haben wir eine Folge Usagi, dann haben wir sofort alle Inners. Und ab hier haben wir das Problem, wir müssten eigentlich alle gleichzeitig beleuchten und schon da geht's nicht mehr so wirklich. Dann, ja, über die Bösewichte will ich nicht so viel sagen. Ich finde sie einfach nur großartig und deren Charakterentwicklung, sofern vorhanden, Jedi hat bewusst keine. Jedis Charakterentwicklung wurde ausgespart, weil man braucht halt den Platz für die Guten, während Jedi noch am Zug ist. Dafür hat man sich bei Nephrite, Zeusite und Kunzite ausgetobt, also vor allem bei Nephrite und Kunzite. Nephrite und Zeusite. Jetzt macht Nephrite natürlich nur eine recht kurze Charakterentwicklung durch, aber eine heftige. Ich muss mal kurz über Nephrite reden. Ich finde Nephrites Story. Ich finde Nephrite so gut, weil. Im Gegensatz zu zum Beispiel den Ayakashi-Schwestern, die ja wirklich einen kompletten Face-Turn machen, also sie sind am Ende ja komplett auf Seiten der Guten, ohne Grund, man macht nämlich nichts draus, aber das ist ein anderes Thema. Nephrite ist am Ende so ein Stück weit geläutert, aber ich habe nicht den Eindruck, dass er das Dark Kingdom wirklich verraten wollte. Also selbst wenn er nicht unmittelbar danach ermordet worden wäre. Also er wechselt die Seite, ohne so eindeutig zum Verräter zu werden. Das finde ich eigentlich ganz charmant. Ja, so viel zu Nephrite an der Stelle. Und Zeusite hat natürlich ihre tolle Chemie mit Kunzite. Und Zeusite ist ansonsten auch einfach. Sie nehmen sich ungefähr 10 Folgen Zeit, um Zeusite wirklich als ein unglaublich hinterfotziges Schwein zu inszenieren. Also, ich habe auch. Also, als Zeusite stirbt, von mir kein Mitleid. Das Mitleid hatte ich mit Kunzite, weil Kunzite seinen Freund verliert, aber mit Zeusite kein Mitleid. Ja, na, natürlich die Monster, die typischen albernen Sailor Moon Monster gibt es natürlich auch in Staffel 1, aber wesentlich weniger. Und wahrscheinlich der stärkste Punkt für Staffel 1, den ich jetzt mal als letztes. Staffel 1 hatte eine Idee, nämlich diese ganze Moon Kingdom Wiedergeburtsstory und das Schicksal, was damit verbunden ist, und hat diese Idee von A bis Z durchgezogen.
Und alle Staffeln, die danach kamen, hatten das Problem, dass sie eine im Grunde genommen fertige Geschichte nochmal aufbrechen und irgendwo weitererzählen müssen. Das hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Also in Staffel 2 hatte einige Probleme, aber das zum Beispiel hat in Staffel 2 sehr gut funktioniert. Das hat wiederum in Staffel 4 überhaupt nicht funktioniert. Und Staffel 5 hat ja sowieso beschlossen, ganz neue Wege zu gehen. Also, ja. Ihr merkt schon, ich kann nicht genau benennen, woran es liegt, dass ich Staffel 1 so viel besser finde, aber hier hattet ihr mal ein paar Gründe, die für Staffel 1 sprechen. Ich fände es ganz cool, auch wenn meine Videos ja üblicherweise recht wenig Kommentare kriegen, leider. Ich würde ja gerne mal in den Kommentaren darüber mal sprechen. Vielleicht gibt es von diesem Video dann mal eine Fortsetzung, wenn ich mir vielleicht etwas klarer darüber geworden bin, warum Staffel 1 in meinen Augen so viel besser ist. Und vielleicht mache ich das auch nicht alleine. Wer weiß. Ich will damit jetzt nichts versprechen. Gut, das soll mein kleiner spontaner Abriss, warum ich Staffel 1 besser finde, gewesen sein. Ciao, ciao.